Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und einem neuen Let's Test, und das ist Nietzsche, a Genetics Survival Game. Vom Publisher Strawthorn Studio habe ich ein Key bekommen und ich weiß ehrlich gesagt noch nichts über das Spiel und deswegen starte ich es einfach mal. Achso. Let's Test. Right. Das Einzige, was ich weiß anhand den Bildern, ist, dass es so Hexagonfelder hat. Also so ein bisschen so eine Art Minecraft-Optik. Nur ein bisschen schöner. Minecraft-Standard ohne Add-ons. Und dass man irgendwelche Tiere mutieren lassen muss. Es lebt noch. Es sah so aus, als ob sie es selbst gekratzt hätte. Bin ich das? Ich denke. Hat das ein Amulett oder ist das Teil seines Körpers? Tutorial. Ouch, das hat wehgetan. Jetzt bist du ganz allein gestrandet auf einer Insel fern deiner Heimat. Mausrad. Ja, es sieht mir jetzt nach einem Spiel aus, was ich eher mit Maus und Tastatur spiele als mit. Okay, aber mit Dings ist besser. Benutze Linksklick oder ziehen. Oder WASD. Achso, ja, nee, das ist gut. QETG-Tasten. QE. Achso, so kann ich auch noch. Klicke Adam an, um ihn auszuwählen. Warum heißt der wohl Adam? Schau, ob du dich bewegen kannst. Klicke auf Adam und dann auf ein Pfotensymbol, um ihn an diese Stelle zu bewegen. Aha. Okay, supergeile Animation für diese Bewegung. Das war ein langer Tag. Es wird Zeit zu schlafen. Zu Beginn eines Tages werden die Aktionspunkte der Tiere wieder aufgefrischt. Sie sind durch die Kristalle auf deren Brust dargestellt. Ah, okay. Jede Aktion, wie zum Beispiel Bewegen, kostet einen Aktionspunkt. Okay, also kann ich nicht viel machen. Klicke auf Tag beenden, Schaltfläche oben am Bildschirm, oder drücke Leertaste, um den Tag zu beenden. Hungerleiste wahrscheinlich. Die Insel scheint mehr als genug Nahrung zu bieten. Lass uns essen. Tiere essen eine Nahrungseinheit am Tag. Und 20 hatte ich eben, also eins weniger. Tiere essen eine Nahrungseinheit. Am Ende des Tages stellt sicher, dass Adam nicht verhungert. Die Tieranzeige in der rechten unteren Ecke zeigt an, wie viel Nahrung am Ende des Tages verbraucht wird. Daneben findet sich die Nahrungsanzeige, die anzeigt, wie viel Nahrung im Vorrat ist. 19 habe ich, eins wird verbraucht. Klicke auf Adam, finde einen Bärenbusch und bewege Adam direkt dahin. Und sammle die Beeren. Früchte sammeln, zerstören. 2 bekommen, okay, also 1 plus gemacht. Die Insel scheint verlassen. Ein Pfad aus Felsen führt auf eine andere Insel in der Ferne. Tiere altern und sterben eines Tages. Der Lebensbalken zeigt das aktuelle Alter und die Lebensspanne an. Wenn der Balken voll ist, stirbt das Tier. Bewege Adams zum mit Blumen bewachsenen Inselausgang. Interagiere mit den spitzen Reisesteinen, um die Insel zu verlassen. Aha. Okay, also das Einsammeln hat keine Bewegung verbraucht. Sehe ich denn irgendwo, wie viel Bewegung ich noch habe? Nur auf meiner Figur scheinbar. Ja, jetzt ist nichts mehr da. 5 Tage alt. Verbleibende Lebenszeit 20 Tage. Lebt ja nicht sehr lange. Oh, jetzt kann ich mich schon 3 Felder bewegen. Interagiere mit dem spitzen Reisestein.
Alle Tiere auf Reisefeldern migrieren zur nächsten Insel. Tiere außerhalb Reisefelder werden zurückgelassen und verlassen für immer die Gruppe. Ich habe hier bisher nur Adam. Muss ich erstmal meine Eva finden. Könnte das Eva sein? Hinter dir zerbrechen die Felsen und fallen ins Meer. Es klingt, als leben noch andere Tiere auf dieser Insel. Du nimmst den Geruch eines Artgenossen wahr. Du kannst zwischen deinen Sinnen wechseln, indem du entweder die Schaltfläche in der unteren rechten Ecke oder indem du 1, 2, 3 auf deiner Tastatur wählst. Bewege dich umher und benutze alle deine Sinne, um deine Artgenossen zu finden. So. Okay. Könnte also im hohen Gras versteckt sein wahrscheinlich. 5 Futter anbieten, um eine Gruppe einzuladen. Hat geklappt. Das Tier, welches du gefunden hast, ist ein Weibchen namens Eve. Ist ja englisch. Adam und Eva. Adam und Eve. Scheinen sich zu mögen. Lass uns eine Familie gründen. Das Geschlecht eines Tieres wird in der unteren linken Ecke angezeigt. Männchen haben eine Mähne. Du kannst Tab-Tasten drücken, um zwischen den Tieren umherzuschalten. Ah, und Frauen haben keine Mähne. Bewege sie nebeneinander und paare sie. Wurzeln. Versuche Boden auszugraben. Niedriger Erfolgsschaden wegen schwacher Fähigkeit. Hohes Gras. Adam paaren. Süße Liebe Erfolg erhalten. Eve ist schwanger. Ach, das geht ja schnell. Sie braucht ein Nest, um zu gebären. Ein Nest zu bauen verbraucht Nistmaterial, welches durch das Pflücken von Gras gesammelt werden kann. Gebaute Nester gehen mit der Zeit kaputt und müssen repariert werden. Dein gesammeltes Nistmaterial wird in der rechten unteren Ecke angezeigt. 10 Stück habe ich. Finde ein natürliches Nest oder baue eins mit Eve. Da hinten ist doch eins. Komme ich denn durch das Gras? Das weiß ich ja noch gar nicht. Was ist das denn? Starkmode angreifen. Nest bauen. Fleisch aufsammeln. Okay, es hat mir ein bisschen mehr gebracht. Aber ich verliere ja jetzt auch mehr. Aber das Aufsammeln hat all ihre Aktionspunkte verbraucht. Na toll. Maulwurf ist das also. So, Nest gebaut. Und jetzt? Ach, beende den Tag, währenddessen Eve in einem Nest sitzt. So, dann würde ich sagen... ist das Vieh wieder verschwunden. Das ging ja schnell. Dein erster Nachwuchs wurde geboren. Lass ihn uns genauer ansehen. Klick auf das Neugeborene und öffne das Fähigkeitenmenü in der unteren Ecke. Jedes Tier hat bestimmte Fähigkeiten. Die Zahl unter den Fähigkeiten symbolisiert. Fähigkeiten-Symbol zeigt das Fähigkeitslevel eines Tieres. Gewisse Interaktionen setzen bestimmte Fähigkeiten voraus. Wird eine Interaktion in Orange angezeigt, besitzt das Tier nicht die geforderten Fähigkeiten und hat daher nur sehr kleine Erfolgschancen. Bewege die Maus über eine Fähigkeit, um mehr Informationen zu erhalten. Fähigkeiten werden durch DNA eines Tieres bestimmt. Öffne das Genmenü. Fruchtbarkeit, Immunität, Sichtweite, Hören, Riechen, Geräuschlosigkeit, Geruchlosigkeit, Kälteresistenz, Hitzeresistenz, Graben, Stärke, Sammeln, Schwimmen und Geschwindigkeit. Gene. Die DNA eines Tieres setzt sich aus vielen Eigenschaften zusammen, welche gemeinsam das Aussehen und die Fähigkeiten eines Tieres definieren. Jede Eigenschaft wird durch ein Genpaar definiert. Tiere erben ihre Gene von ihren Eltern. Jedes Elternteil steuert zufällig
einen Teil des Genpaars dabei. Bewege die Maus über ein Gen, um mehr Informationen zu erhalten und zu erfahren, welche Fähigkeiten beeinflusst werden. Gene können auf verschiedene Arten vererbt werden. Vollständige Dominanz, nur das obere der beiden Gene des Genpaares ist aktiv, zum Beispiel bei den Augen. Unvollständige Dominanz, beide Gene sind aktiv und wirken gemeinsam, zum Beispiel bei der Fellfarbe. Co-Dominanz, beide Gene sind aktiv und jedes wirkt für sich alleine, zum Beispiel bei den Pfoten. Mittlerer Schwanz. Beeinflusst Tarnung, okay. Mutationen als nächstes. Jedes Tier hat zwei Mutationsslots. Mutationen haben keinen Einfluss auf das Tier selbst, sondern ausschließlich auf dessen zukünftigen Nachwuchs. Mutationen treten nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auf. Eine gesetzte Mutation ist definitiv und kann nicht mehr geändert werden. Klicke auf den Mutationsslot. Oha, okay. Und wähle eine Mutation aus. Mittlere Ohren, Hören plus. Sichtweite, Reichweite, Riechen. Das ist ein bisschen im Weg. Ich sehe die anderen Sachen nicht, aber ich glaube, da ist auch nichts. Riechen, unappetitliches Aussehen, kleine Hörner. Mittlerer Körper, Stärke, Geschwindigkeit, Geräuschlosigkeit, Geruchlosigkeit, Hitzeresistenz und alles plus. Das klingt doch gut. Zusätzliche Informationen zu einem Tier werden in der unteren linken Ecke angezeigt, sofern das Tier ausgewählt ist. Ränge definieren, wer zuerst fressen darf, wenn das Futter nicht für alle reicht. Alpha-Tiere können zudem Omega-Tiere aus der Gruppe verweisen. Statuseffekte werden neben dem Rang angezeigt. Klicke um auf den Rang. Ach da. Aber erstmal möchte ich das hier noch auswählen. 50% Chance, also es kann ja beides passieren. Deswegen mache ich davon einfach mal beide rein. So, Gruppenrang. Nutze den Stammbaum, um den Überblick über deine Gruppen zu bewahren. Im Stammbaum können Tiere umbenannt und Kristallfarben sowie Ränge und Tiere angepasst werden. Ebenso können Tiere anhand ihrer Fähigkeiten und Gene sortiert werden. Achte immer darauf, welche Tiere du paarst. Inzest kann schnell zu Krankheiten führen. Tiere, welche zwei verschiedene Immunitätsgene besitzen, sind viel resistenter gegen Krankheiten. Stammbaum. Yves und Abraham haben Kuta erschaffen. Keine Gene, kein Attribut. Sehr interessant. Das ist das Ende des Tutorials. Deine Geschichte beginnt hier. Zieh los und finde den Weg zurück zu deiner Heimatinsel. Aber sei vorsichtig. Viele Herausforderungen erwarten dich in dieser Welt. Heißt es anpassen oder aussterben? So, kann ich das Nuss knacken? So, kannst du dich schon bewegen? Nest zerstören. Ist die Frage, ob ich jetzt alle hätte mitnehmen sollen. Oder ob eh jetzt das Spiel normal losgeht. Okay, eine große Insel und es gibt mehrere Reiserouten. Und ich habe keinerlei Nistmaterial mehr. So, dann hier das gleiche. Erstmal irgendwas, was generell irgendwas hoch macht. Achso, das war das Gras. Kleine Nistmaterialien. Boah, hier brauche ich ja jetzt ewig. Warte mal. Eins. Da ist irgendwas. War das noch ein Jungtier? Isara paaren. Futter anbieten, um Rudel einzuladen. Ich habe aber nicht viel. Ich könnte es auch angreifen.
Direkt paaren? Sie ist bereits schwanger. Das ist die Frage, ob ich... Ach komm, ich nehme es trotzdem in meinen Rudellauf. Dann habe ich jetzt auch zwei, mit denen ich scouten kann. Und das sieht ganz schön hässlich aus, das Vieh. So, kannst du dich noch bewegen? Nest bauen. Benötigt 10 Nestmaterialien. Ach, das waren Bären. Und man kann scheinbar mehr als einmal bewegen. Jetzt geht's nicht mehr. Was ist das für ein Symbol? Versuche Boden aufzugraben, niedere Erfolgschancen wegen schwacher Fähigkeiten. Ach so, weil da was grün ist, ist bestimmt. Was heißt das? Ist auch noch krank. Krank und schwanger. Na geil. Okay, du siehst doch normal aus. Können andere Tiere verbannen? Möchte ich das überhaupt haben? Schon 4 Tage verbleibend, dann stirbt das eh. Muss ich noch das Baby zur Welt bringen? Ach so, das ist ein Männchen. Ah, ich bin doch doof. Doch, ich glaube, das Baby gucke ich mir noch an. Kann keiner was machen? Geht doch. Ach nee, es war nur noch nicht ausgewachsen scheinbar. So. Dann würde ich sagen, mache ich hier auch mal was rein. Damit ich erstmal was drin habe. Ich will auch nichts mit Isara machen. Wer ist gerade ausgewählt? Adam. Paaren. Ist auch schon schwanger. Laufen hier nur schwanger? Warum? Okay, warte. Dann Adam soll sich bewegen. Du gehst dahin. Achso, ich habe nicht genug Finesse. Wird noch an ihrer Krankheit sterben. Was heißt das? Sag nicht, die ist jetzt auch angesteckt. Woran denn überhaupt? Angesteckt. Nein. Ach so, Alpha, Beta, Gamma. Omega ist am Schluss. So, du bist ein Omega. Du bist mein Beta, ja. So, und du bist doof. Du haust ab. Ich will dich nicht sehen. Wie kriege ich das jetzt wieder geheilt? Von einem anderen Tier angesteckt wurde. Ganz klappt das nicht.
Das sind doch schon Nester, oder nicht? Ich brauche doch eigentlich gar nichts bauen, fällt mir gerade wieder ein. Grün. Grün klingt wie geheilt. Ich habe kein Essen mehr. Menschen, Tiere. Und wie schneide ich immer das Gras? Kriegt dafür aber nichts. So, ich hätte das Vieh trotzdem gerne raus aus dem Rudel. Aber warte, wenn ich jetzt eh nur zwei habe, dürfte der eh nichts kriegen. Bonusschaden. So, hol du mir mal noch ein bisschen Zeugs. Okay, die geben mitunter ja richtig viel. So, warum kriege ich kein Nistmaterial? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Mal doch das Nester sind. Die ist nicht mehr schwanger, oder was? Doch. Weil sie eine Nacht bei dem Links geschlafen hat. Ah, okay. Kompliziert, kompliziert. So. Geschwindigkeit. Immunitäten hat sie. Gegenüber Krankheiten. Wenn ich diese Sicht anhabe, zählt das dann für alle Tiere? Wahrscheinlich pro Tier im Umfeld von diesem Tier. Man kann auch angeln, okay? Hören. Geschwindigkeit. Mittlerer Körper, schnelle Beine, zwei Hinterläufer. Aber weil es Baby ist oder was, hat es nur eins. Okay, aber dann kann ich mit dem Muttertier jetzt rumlaufen. Ich bin in der Pflanzenansicht. Dann los. Genau, da vorne will ich hin. Tod. Viermal kriege ich von einem so ein Ding. Und von einem Bauern kriege ich immer zwei. So langsam komme ich rein. So, das andere Vieh oben ist gestorben, aber das war eh nicht wichtig. Du könntest sogar schon was machen, okay? Es wächst. Ah, okay, das hat mir was gebracht. Was haben wir denn hier? Eine weitere Katze. Die hat große Grundwerte an sich. Dann. Ich habe zwar nicht so viel, aber Rorsch. Ist bereits schwanger. Ich glaube, das ist eine falsche Meldung. Mit dem ist bereits schwanger. Ist auch krank. Okay, also wenn ich mit denen einfach hier campe, wo so eine Dinger sind, dann überlebe ich die Tage auch gut und kriege immer neues Essen.
So, was heißt das? Das da, das ist nicht wichtig. Ein neues Baby. Ach so, weil sie auch gleichzeitig auf einem Ding sitzt. Das geht ja ultra schnell. Das hat jetzt 4 bei Tarnung und unappetitlicher Duft, einen stinkenden Schwanz. Dann geht's eigentlich schon. Oh, 25 Minuten. Was haben wir denn hier noch? Geschwindigkeit, Sammeln, Geräuschlosigkeit. Geschwindigkeit. Okay, also damit müsste er mehr sammeln können. Das hier unten scheint einfach nur kosmetisch zu sein. Tag überlebt. Achso, dann schaltet man was Neues frei. Keine Fruchtbarkeit oder viel Fruchtbarkeit. Musterdichte. Achso. Tarnung im Gras, aber bisher habe ich noch nicht rausgekriegt, was Tarnung mir bringt. Wahrscheinlich gibt es später wirklich feindliche. Sichtweite. Nö, mache ich das mal nochmal. So, na dann, sammel Nahrung. Oh, es ist ein bisschen buggy manchmal. Ach, hat es nicht beim ersten Mal tot gekriegt. So, von dem Baum kann ich jetzt nichts mehr nehmen. Heißt es, den nächsten finden. Das Kleine ist immer noch klein und kann nichts machen. Aber es kann mittlerweile schon 2 Bewegungen gleichzeitig. So, ein Tag noch. Manchmal muss man drauf klicken, manchmal aber auch nicht. Ach, das habe ich dem Kleinen gegeben, dem Muttertier. Sieht man von wer der Vater war? So, der wurde von den beiden gezeugt, die von den beiden. Das heißt, wenn die wieder Kinder machen, dann... geht's denen besser. 6 hat der bei Fruchtbarkeit. Achso, das ist mein Adam vom Anfang. Kein Attribut. Unter Wasser atmen. Was heißt das? Kein Gen. Ach so, damit kann ich nach was suchen. Nach bestimmten Eigenschaften. Du hast noch nichts. Du machst mal eine Mischung aus beiden. So, sie könnte, oder der Kleine könnte das auch später holen. Sie kann mal noch da laufen. Und der geht dafür dann weg. Das Kleine sieht noch nicht viel. Zu jung zum Erkunden, zu jung zum Sammeln. Na denn. So, Memere ist jetzt ausgewachsen. Achso, die Nüsse. Wo ist mein Guter? Der war doch hier. Ach, der ist gestorben an Altersschwäche.
Nein, also einfach nur campen und Dings holen ist also keine gute Idee. Die sterben auch an Altersschwäche, stimmt. Gut zu wissen. Ja, aber das soll es erstmal für heute und diese Folge gewesen sein. Sagt mir mal Bescheid, was ihr von dem Spiel verhaltet. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool mit dem Paaren. Ist ganz interessant und mit diesem Mutations- und Genbaum und Stammbaum. Das ist sehr interessant gemacht. Ich weiß gerade nicht, ob es noch eine Early Access ist. Auf jeden Fall wurde das Spiel von Don't Starve und The Spore inspiriert, was ich ja beides sehr gerne gespielt habe. Gut, dann erstmal danke fürs Zuschauen und gebt mir ein paar Kommentare zu dem Spiel und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss!